Anime Minuten gibt's heute wieder mal back to back. Heute auf dem Zweitkanal ist gerade eben auch ein Pokémon Minuten online gegangen. Link dazu in der Videobeschreibung. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Hunter x Hunter nicht ersetzen soll. Hunter x Hunter gehört Treasure, Madhouse und Yoshihiro Togashi. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Wir fangen also auf der Walinsel an, wo der kleine Gon Freaks angelt. Ja, ein Angel als besonderes Merkmal ist echt lame, ich weiß. Togashi merkt es auch nach ein paar Folgen, keine Sorge. Er fängt den König des Sumpfs und darf damit bei der Hunter-Prüfung teilnehmen und wir sehen seinen Flashback. Im Anime kommt das zwar erst 80 Folgen später, aber im Manga kommt das jetzt schon sofort. Er trifft auf Kite, der ihn rettet, und der Schüler seines Vaters Jingles. Merkt euch das, das kommt später im Test dran. Also, wieder in der Gegenwart, Gon macht sich also auf, seinen Vater zu finden, der ihn als Kind verlassen hat. Das macht ja jeder. Deswegen Hunter Hunter. Gon, Hunter 1, Hunted, also Jagd, Hunter 2. Jing. Naja, in Wahrheit hat Togashi eine Dauerwerbung-Sendung gesehen und fand es cool, wie sie ständig alles wiederholt haben, deswegen Hunter Hunter. Kein Scheiß, das stimmt wirklich. Mit einem Schiff geht zur Prüfung und dort lernen wir Kurapika und Leorio kennen. Die anderen Bewerber wurden seekrank. Kurapika möchte Hunter werden, um den Kulturclan zu rächen, der von der Spinne ausgelöscht worden ist. Also nicht von einem Insekt, sondern von der Organisation. Und ja, Leute, er ist ein Boy und kein Girl. Leorio will nur Kohle. Weil Kurapika ihn beleidigt, gehen sie sich fetzen. Der Mast bricht und Gon wäre beim Versuch, jemanden zu retten, gestorben. Doch Kurapika und Leorio konnten ihn nochmal retten. Angekommen in der Stadt, müssen sich einem Rätsel stellen. Die Frage lautet, solltest du das Video hier liken oder den Kanal abonnieren. Die richtige Antwort lautet Schweigen. Es gibt nämlich keine, ihr solltet nämlich beides tun. Dann dürfen sie weitergehen. Wenig später treffen sie auf Renamon und dank der Geschwindigkeit von Gon holt er die Bestie ein und brät ihn eins über. Kurapika rettet die Frau und tötet bei der Gelegenheit auch Leorio. Also nein, nicht wirklich. Es war auch ein Renamon, was sich in Leorio verwandelt hatte. Dann bestehen sie auch diese Prüfung, aber nur da Gon die eine Bestie von der anderen unterscheiden konnte. Und ja, unsere Truppe fliegt irgendwie zur nächsten Prüfung. Durch den Fahrstuhl in dem Restaurant gelangen sie auch zur Geheimprüfung. Dort treffen sie den Veteran Tompa, der sich zum 35. Mal an der Prüfung versucht. Und Tick, Trick und Track sind auch am Start. Wir lernen auch Hisoka kennen, der einem unter die Arme gegriffen hat. Nett von ihm. Tompa wollte Gon und Koda mit Abführmittel vergiften, doch Gon hat das sofort bemerkt. Und auf Eier trinkt Killua dann die 5. Dose von Tompas Limo, einfach nur um zu demonstrieren, dass es ihm nichts anhaben kann. Dann kommt der Prüfer und der erste Teil der Prüfung geht los. Sie joggen. Killua scheißt hier auf alles und skatet einfach vorbei. Doch weil Leorio dann sauer ist, rennt er mit und lernt Gon kennen. Und wie es aussieht, ist Leorio 16, obwohl er aussieht wie Mitte 30. Nach fast 100 Kilometer scheinen immer mehr aus und Kurapika enthüllt Infos über seinen Clan. Wenn die Gefühle der Kurta hochkochen, aktiviert sich ihr Sharingan. Ach ne, warte mal, den Joke kann ich gar nicht bringen, denn Naruto hat das hier von Hunter abgekupfert. Wie dem auch sei, sie bekommen rote Augen, die sich später noch als absoluter Cheatcode herausstellen sollen. Auch Leorios wahren Beweggrund erfahren wir. Hätte er damals Geld gehabt, hätte er seinen Freund retten können. Deswegen will er jetzt Money und Arzt werden. Sie kommen dann aus dem Tunnel raus, aber gehen noch weiter. Wegen dem dichten Nebel sterben dann die nächsten Prüflinge und Gon wird von Kurapika und Leorio getrennt, die wiederum auf den Joker treffen. Und ja, die kleine schöne Geschichte über den Fischerjungen wird zu einer brutalen Mordserie, denn Hisoka metzelt die Leute zum Zeitvertreib. Leorio und Kurapika wollen wegrennen, doch Leorio zieht nicht durch, da er sein Mann stehen möchte. Ja, er wäre hier sowas von gestorben, aber Gon gibt Hisoka mit seiner Angel was in die Phrase. Hisoka gibt Leorio dann einen Kinnhaken und schnappt sich Gon, doch da unsere Truppe Hisokas eigene Prüfung bestanden hat, lässt er sie nochmal gehen. 150 sind übrig geblieben und die stellen sich der Foodwurst-Prüfung von Menchi. Also müssen sie Killerschweine jagen und zubereiten. Burara findet die nice, doch Menchi lässt alle durchrasseln. Ende. Nein, natürlich nicht. Wegen dem Anführer der Hunter-Organisation, ein Monster in Mutenroshi-Gestalt, lässt sie noch eine andere Prüfung machen. Doch bei der anderen Prüfung, wo sie Eier sammeln sollen, sterben erstmal ein paar Leute beim Kochen. Kennt man ja. Und die anderen Teilnehmer schaffen es durch den Geruchssinn von Gon, den Aufwind zu nutzen und so das Ganze zu überleben. Im Luftschiff gibt es eine kurze Pause und Killua erzählt Gon von seiner Attentäterfamilie. Um nämlich hierhin zu gelangen, hat er seiner Mutter einen Facelift gegeben. Mehr dazu später. Um sich die Zeit zu vertreiben und Haikyuu Staffel 4 zu zelebrieren, liefern sich Gon und Killua ein Battle mit Netero. Killuas Doppelteam klappt dabei nicht, sie bekommen es nicht hin, den Ball zu erobern. Doch nach einer Weile öffnet sich durch Gons Schuhattacke eine Gelegenheit. Doch da Netero ein wenig ernster gemacht hat, konnte er den Fluss des Balls verhindern. Killua gibt auf, doch Gon will das Ganze hier als Training nutzen und macht weiter. Um sich dann abzureagieren, tötet Killua dann ein paar Teilnehmer. Ich meine, das kennt doch jeder. Man ist einfach nicht dasselbe, wenn man kein Snickers gegessen hat. Sie kommen also beim Ochinchi-Turm an und sollen innerhalb von 72 Stunden nach unten gelangen. Runterklettern läuft nicht, denn man wird dort von fliegenden Titanen verspeist. Unser Vierer-Squad landet dann zusammen im Inneren des Turms, per Falltür. Da sie 5 brauchen, kommt Relaxo auch dazu. Und damit kommen wir zum Mini-Turniak. Tompa tritt zuerst an und zeigt sein wahres Können. Eine direkte Aufgabe. Tompa will nämlich kein Hunter werden, er hat nur Spaß daran zu sehen, wie andere Leute bei der Prüfung sterben. Mann, der muss echt was Traumatisches erlitten haben. Als nächstes ist Gon dran, der sich einem Kerzenwettkampf stellt. Turniaks habe ich aber anders im Kopf. Doch bei der Wahl der Kerze hat er schon verloren, da sein Gegner insgesamt 4 Kerzen hatte und damit auf alles vorbereitet war. Also brennt Gons Kerze auf einmal rapide runter. Deswegen bläst Gon die seines Gegners einfach aus und gewinnt. Als nächstes ist Kurapika dran, der gegen was auch immer das hier ist kämpft. Er gibt sich als Fake-Spinne aus, um seinen Gegner Angst einzujagen, doch er hat hier den falschen Gegner dafür. Kurapika schickt den Zombie
wieder in sein Grab, auch wenn er gewusst hat, dass er nur ein Fake ist. Doch da er beim Kampf auf Leben und Tod nicht gestorben ist oder aufgegeben hat, warten sie, bis er aufwacht und seine Niederlage zugestehen kann. Währenddessen macht Hisoka-Sachen und bringt Menschen um. Um nach mehreren Stunden zu prüfen, geht Leorio mit der nächsten Gefangenen eine Wette ein. Es geht um Zeit, die eingesetzt wird. Leorio wettet 10 Stunden darauf, dass Zombie lebt und gewinnt. Leorio wettet dann ein weiteres Mal, ob er wirklich ohnmächtig ist, und die Gefangene wettet aus Panik heraus 40 darauf, dass er noch lebt. Und damit hat Kurapika den Kampf gewonnen. Denn er wollte nicht runterfallen, hat sich deswegen bewegt und deswegen hat Leorio die Zeit verloren, aber Kurapika wenigstens den Kampf. Die nächste Wette ist dann, ob der Gegner ein Mann oder eine Frau ist. Leorio wettet Mann, damit er sie begraben kann. Ach komm schon, er ist auch nur ein Mann. Und wir sind im No-Nut-November, von daher, der Typ hat's schwer. Und bereuen tut das auch nicht. Mit den letzten 10 Stunden, die er hat, verliert er das Schere-Stein-Papier-Game und gegen den nächsten Gegner, den Massenmörder Jones, wird Killua zum krassen Mörder und stiehlt ihm sein Herz. Nein, nein, nicht auf die Romance-Anime-Manier, sondern so richtig. Aber hey, wenigstens hat er es schön verpackt. Aber die 50 Stunden, die sie verloren haben, müssen sie trotzdem absetzen. Im Anschluss sollen sie dann entscheiden, einen Weg, der 45 Stunden dauert oder einen Weg, der 3 Minuten dauert, aber nur zu dritt begehbar ist. Sie wählen den langen Weg und entschieden sich ihren Weg in den 3-Minuten-Weg, indem sie ein Loch graben. Ohne ganz Einfall hätte Killua hier vermutlich Tompa und Leorio geschlachtet. 25 Personen haben insgesamt bestanden. Die ziehen dann alle Nummern und sollen den Teilnehmer jagen, den sie gezogen haben. Die eigene Marke und die des Ziels sind 3 Punkte wert und jede andere eine. Insgesamt braucht man 6 Punkte, um zu bestehen. Gon, der die 44 gezogen hat, hat Angst und Vorfreude vor dem Kampf gegen Hisoka. Und hier seht ihr mal Kishimotos Inspiration für das Shunin-Examen. Die Waldprüfung beginnt. Gon schaut dann zu, wie Dragon Quest, und ja, ich nenne ihn Dragon Quest, ich meine, schaut ihn euch an, das ist einfach Dragon Quest in einer Person wiedergespiegelt, wie er gegen einen Gegner kämpft und ihn vergiftet. Danach geht er mitten in der Prüfung sein Angelskill trainieren, weil warum denn nicht? Gon lernt dann durch die Tiere, dass er zuschlagen muss, wenn Hisoka selbst gerade am Jagen ist. Mit Schmetterling, die Blut folgen, versucht Gon Hisoka aufzuspüren, da er weiß, dass Hisoka sich im Turm verletzt hat. Gon kommt dann an und geht in den Stealth-Modus. Tompa trickst dann Leorio aus und klaut seine Nummer, doch Kurapika ist hier, um diesen aufzuhalten. Also machen sie Tompa und den Affentyp mal so richtig fertig. Hisoka wird von jemand anderem angegriffen und er gibt Gon einen neuen Haarschnitt. Der Typ wurde nämlich vorher erwischt und wollte zum Ende seines Lebens einen ehrenhaften Kampf haben. Aber Hisoka juckt das nicht und er lässt ihn elendig verrecken. Beziehungsweise sein Partner nadelt ihn nieder und er sieht dann echt aus wie Nick Robin nach dem Timescape. Und um die Zeit dann zu überbrücken, naja, buddelt er sich ein. Kennt man doch. Hisoka wollte sich dann Kurapika und Leorio krallen, doch er hebt sich den Snack für irgendwann anders auf und nimmt den einen überschüssigen Punkt von Kurapika und Leorio an. Doch nun hat Hisoka so richtig Blutdurst. Deswegen muss Kartoffelnase mit Zwiebelhaarschnitt sterben, doch Gon nutzt den Tod, um Hisokas Nummer zu klauen. Das würde doch jeder 12-jähriger Junge tun. Und Respekt, Togashi, ich hätte nicht gedacht, dass man eine Angel cool einsetzen kann. Aber hey, du hast es geschafft. Doch Gon kippt um. Er wurde auch gejagt. Hunter, Hunter halt. Aber keine Sorge, Onkelchen Hisoka hat sich schon den Kopf von Gons Giga gekrallt. Und da der Typ das Ziel von Hisoka war, schenkt er Gon seine Nummer, die er erst wieder zurückgeben darf, wenn er Hisoka den Schlag verpassen kann, den er nun selber zu schmecken bekommt. Dann schmollt Gon. Währenddessen ärgert Killua Zick, Trick und Track und hält die Nummer seines Ziels und wirft die anderen weg, worauf Saitama wohl gewartet hat und sich die Nummer geschnappt hat. Gon trifft dann kurz vor Ende wieder auf Kurapika und Leorio. Zusammen suchen sie mit Gons Großen Ponzo, die letzte Nummer, die Leorio braucht. Es füllt sie in eine Höhle. Ponzo ist nämlich selbst gefangen. Der Schlangenbeschwörer ist nämlich tot und die Schlangen versperren immer noch den Ausgang. Und gegen Ponzo könnte ich es nicht mal mit der Kraft von Sogoku schaffen, denn gegen Bienen gibt es nur eine einzige Taktik. Gon schnappt sich dann das Gegengift und kassiert deshalb Schlangenbisse. Ponzo setzt dann Schlafgas ein und Gon, der 9 Minuten lang die Luft anhalten kann, holt sie aus der Höhle raus, aber nimmt sich dafür Ponzos Nummer. Und Gons Mentalität ist echt krass. Er hat Hisoka die Nummer abgenommen und konnte die Prüfung überleben, trotzdem ist er enttäuscht von sich selbst. Nitro redet dann mit allen Teilnehmern und erstellt einen Turnierbaum. Gon muss also zuerst gegen Saitama ran, damit stößt Gon an seine Grenzen. Saitama ringt ihn sofort nieder und versucht ihn dann mittels Folter zur Aufgabe zu zwingen. Er flext dann noch ein wenig auf Shinobi-Style herum und Gon nutzt das für einen Kick. Ach Leute, Gon muss man einfach mögen. Gon bleibt eisern stehen und Saitama merkt, dass gegen den Schädel nichts hilft, also gibt er selber auf. Weil Gon das nicht akzeptieren kann, gibt Saitama ihm noch einen Haken und gibt dann auf, denn Gon ist jetzt ohnmächtig. Gon wacht später wieder auf und bekommt seine Hunter-Lizenz, außerdem erfährt er, was denn passiert ist. Hisoka sagte was zu Kurapika und gab auf, Dragon Quest wurde von Saitama aus dem Leben genommen, Hisoka hat dann Bodoro aus dem Leben und Jenseits genommen, hat aber trotzdem aufgegeben, Killua hat aufgegeben, weil er keinen Bock hatte auf den lame Fight gegen Dragon Quest, Leorio verschob seinen Kampf, weil Bodoro noch ohnmächtig war und Killua traf auf seinen Bruder Illumi, der uns gezeigt hat, wie krank Killua eigentlich zum Attentäter erzogen worden ist, doch Killua möchte nur ein normales Leben führen. Er möchte nur Gons Freund sein. Aber Killua gibt auf, denn er ist komplett unter der Kontrolle von seinem Bruder. Killua dreht im nächsten Kampf durch und tötet Bodoro. Damit wurde er disqualifiziert und die Prüfung war damit zu Ende. Meine Fresse, hat sich Leorio durch die Prüfung carryen lassen. So mache ich das übrigens mit Myrolox auch mal bei League of Legends. Gon geht dann Illumis Hunter quetschen, die Hunter beefen sich alle gegenseitig, dass sie es nicht wert sind, Hunter zu sein. Und das Ganze endet damit, dass Gon Killua retten möchte. Von Mr. Magische Bohne erfahren wir dann mehr über die Hunter. Sie sind so ziemlich Halbgötter in ihrer Welt. Dass Saitama danach One Punch Man Staffel 1 und 2 drehen musste, sehen wir ihn
erst bei Kapitel 400 oder so wieder. Gon erfährt auch, dass die Karte, die er damals von Kite bekommen hat, eigentlich die von seinem Vater Jing ist. Und nun heißt es, nächster Halt Zoldyck Anwesen, um Killua zu retten. Dort sehen wir, wie Banditen den Wächter bewältigen und von Mieke gefressen werden. Der Wachhund halt. Der Schlüssel vom Wächter ist nämlich für den Gang, der direkt zu Mieke führt, um eben Angreifer abzuwehren. Und das Riesentor, was nicht verschlossen ist, ist der eigentliche Eingang. Der Wächter flext damit seinen Muskeln und öffnet ein Tor. Da unsere Truppe das Ganze mit der 16-Tonnen-Tür nicht hinbekommt, lässt der Wächter sie durch das Probetor. Dort trifft Gon auf Mieke. Deswegen merkt Gon, dass er mit diesem Tier nicht reden kann, wie er es gewohnt ist. Sie trainieren dann für 2 Wochen und im Manga konnte Leorio das 4-Tonnen-Tor einfach öffnen. Mit 20 Tagen Training konnten alle das 2. Tor öffnen und Leorio sogar das 3. Die treffen als nächstes auf die Wache der Zoldyck. Da Gon stur ist, kämpft er nicht und kassiert ausschließlich. Leute zum Aufgeben zu bringen, scheint wohl Gons Geheimtechnik zu sein. Denn sie werden dann durchgelassen. Die Wächterin möchte doch eigentlich nur das Beste für Killua, dann wird sie von dessen Mutter getötet. Nein, nur Kaoga und keine Sorge. Und ja, das neben der Mutter ist der Bruder von Killua und nicht seine Schwester. Währenddessen ist Killua am Abhängen. Da ihm das aber langweilig wurde und seine Freunde hier sind, hat er sich wieder befreit. Killua scheint auch das größte Talent der gesamten Familie zu sein und sein Opa Zeno schickt ihn dann zu seinem Vater. Simba und Mufasa haben also ein ausführliches Gespräch, Killua schwört seinen Kameraden nie zu verraten und sein Vater gibt ihm das okay, mit ihnen mitzugehen. Im Gasthaus treffen Gon und Co. dann auf Goto. Um Gotos Münzrate-Spiel zu gewinnen, schneidet sich Gon seine Wunde auf, um so die Schwellung zu verkleinern, um beide Augen zu benutzen. Gon rät also richtig, dass der Mann hinter ihm die Münze hat. Goto ist im Weiterbahn ein Good Boy, er hat ihn sogar die Wartezeit verkürzt, nun ist Killua hier. Da Hisoka sich am 1. September mit Kurapika in New York City treffen, Da Hisoka sich am 1. September mit Kurapika in York New City treffen will, um Infos über die Spinne auszutauschen, trifft sich unsere Truppe am 1. September dort auch wieder. Eine Versteigerung ist für diesen Zeitpunkt ebenfalls geplant und ein halbes Jahr haben wir nun Zeit. Gon und Killua, die zusammenbleiben, machen das einzig Logische für ihre Position als Shonen-Anime-Protagonisten. Es geht in die Himmelsarena zum Toni-Arc, um ordentlich Knete zu machen. Killua war nämlich damals da, als er 6 war. Sein Vater gab ihm nämlich die Aufgabe, bis zur Ebene 200 zu kommen. Killua und Gon schaffen es dann beide sofort auf die 50. Ebene. Dort treffen sie auch auf Sushi und sein Meister Wing, Oz, gegen den Killua dann auch kämpfen muss. Doch Sushi bleibt hartnäckig und geht gegen Kill nicht K.O. Sushi wollte dann eine Art Geheimmove anwenden, doch Wing bittet ihn ganz leise darum, das zu unterlassen. Sushi! Killua gewann dann trotzdem durch mehrere Downs. Mit Shelle und Hakai bahnen sich also Gon und Kill ihren Weg nach oben. Sie sind jetzt auf der 100. Ebene und haben sogar ein eigenes Zimmer bekommen. Killua und Gon fragen Sushi nach seinem Geheimmove und Wing zeigt ihnen das Nen. Mit Hilfe von Nen konnte er sogar Killua zum Flüchten bringen. Um euch nicht unnötig zu verwirren, erkläre ich das nicht, denn Wing sagt zu Anfang nicht die ganze Wahrheit. Gon und Killua schaffen es also auf die Ebene 200, aber sind noch nicht dafür bereit. Deswegen hält Hisoka sie auf, der auch hier ist, da er herausgefunden hat, dass Gon und Killua ihre Tickets hierhin gekauft haben. Wing erklärt, dass Hisoka hier Nen benutzt. Da sie sich aber heute noch anmelden müssen, weil Killua sonst disqualifiziert werden würde, wollen sie das Nen so schnell wie möglich lernen. Also Leute, Nen. Jeder hat diese Energie, aber fast alle Menschen nutzen sie nicht richtig. Ten bedeutet umhüllen, so behält man die Energie im Körper und stößt sie nicht unnötig ab. Man hat eine Art Panzer. Zetsu, damit schaltet man die Aura komplett aus. Ren ist wie ein Dragon Ball aufbauen, die Aura wird stärker. Und um zu demonstrieren, wie gefährlich eine Nen-Attacke im eigenen Körper ohne Nen ist, macht Wing sein eigenes Haus kaputt. Warum denn auch nicht? Mit Hilfe von Hatsu öffnet Wing also die Seelenlöcher, um das Erwachen zu erzwingen. Und das Ganze gelingt hier nur, weil Gon und Killua so trainiert haben und einen eisernen Willen haben. Nun können sie also passieren. Hisoka ist zwar ein skrupelloser Mörder, aber man muss sagen, auf seine Ware passt der Typ extrem gut auf. Dann treffen sie auf den Krüppel-Squad, Shanks für Arme, Beyblade und Dr. X. Wie es aussieht, darf man an der Battle Olympia teilnehmen, wenn man sich als Floormaster bei der Arena bewiesen hat. Doch da Togashi im ewigen Winterschlaf ist, werden wir das wohl nie sehen. Wie dem auch sei, unser Verliererkommando hat sich Gon und Killua als nächstes Ziel gewählt. Gon tritt sofort an und gegen Tyson hat das ganz schön schwer. Doch dank seiner Aura kann er das verhindern. Er versteht aber schnell, dass die Kreise nicht gezielt, sondern nur blind angreifen. Als Gon deswegen einen Frontalangriff startet, wird Tyson dann selbst zum Beyblade. Damit Gon also noch irgendwie weitermachen kann, löst er seine Aura, das Ten, um sich aufs Ausweichen zu konzentrieren. Aber das ging natürlich nach hinten los, er wurde stark verletzt und ist erst in 4 Monaten wieder fit. Deswegen bekommt er auch von Wing einen Slap. Killua lügt dann Wing an, dass der Arzt meinte, dass Gon nur 2 Monate braucht, um gesund zu werden. Also bekommt Gon ein 2-Monats-Verbot fürs Nen-Training, was durch ein Schwurband gefestigt wird und kein Mensch auf dieser Welt, selbst Massenmörder, würde ein kleines Fingerversprechen brechen. Da Killua auf Gon warten möchte, unterbricht der sein Training ebenfalls. Nur kleine Nennübungen dürfen sie fortsetzen. Nach 1 Monat ist Gon wieder fit und zusammen mit Killua schaut er sich Hisokas Kampf an. Naja, Wing verbietet das auch, deswegen geht Killua alleine. Also, Hisoka gegen Castro. Ja, ich finde den Namen auch komisch. Aber hey, er kann Hisoka treffen. Er bringt ihn sogar zu Boden. Trotzdem ist er für mich ein Lappen, da er die gleiche Pose wie am Schuh hat. Hisoka opfert dann plötzlich seinen Arm, doch Castro nimmt sich den anderen. Damit entlarvt Hisoka aber seine Nennfähigkeit ein Double. Weil Hisoka im Kampf aufgeregt war, auf dem Kampf hat er sich im Manga in den Arm gebissen. Ja. Hisoka schmeißt also seinen abgetrennten Arm in die Luft und macht daraus Karten. Und zieht aus seinem Ärmel, wobei Arm, die Karte, die Castro im Kopf hatte. Das bewertet der Schiri dann auch. 5 Flexpunkte für Hisoka. Hisoka gibt dann auch seinen anderen Arm her, doch der erste Arm ist irgendwie wieder zurück. Und mit den abgetrennten
abgetrennten Arm gibt Hisoka Kasranan was auf die Fresse. Das gibt auch nochmal Flexpunkte einfach nur für die Coolness. Und die Karten geben ihm den Rest. Hisoka hat ihn einfach abgestoßen wie bei FIFA Ultimate Team. Hisoka hat Kasranan nicht vor am Leben gelassen, weil er Potenzial hatte, doch er hat ihn absolut enttäuscht. Seine Technik verbraucht so viel Speicher und der Nutzen rentiert sich dabei nicht. Castro hat sich unnötigerweise auf den Doppelgänger verkrampft. Wir sehen dann Best Hunter Hunter Girl Machi, die Hisoka wieder zusammenpflegt und uns ein Nen-Tutorial gibt. Hisokas Fähigkeit Bungee Gum ermöglichte ihm nämlich den Sieg. Im Grunde hat er mit den Karten abgelenkt und seine Bungee Gum Fäden an Castro geheftet und seinen Arm wieder angebracht, aber es nur so auszulassen lassen, um den Gegner zu verwirren. Unter der Dusche sehen wir dann die Wahrheit, er hat ein Tattoo von einem ekelhaften Wesen auf dem Rücken, deswegen schweigt er immer. Also, nein Spaß, er hat ein Tattoo der Spinne auf dem Rücken, doch das ist auch nur mit Hilfe von Bungee Gum aufgeklebt. Nach 2 Monaten nehmen dann Gon und Kilo das Nen-Training wieder auf und Gons Schwurband bricht dabei. Es diente nämlich dazu zu beweisen, dass Gon wirklich nicht trainiert hatte. Mit Hilfe von Gyo, also Nen auf die Augen, kann Sushi am Fernseher Hisokas Bungee Gum erkennen, weil das durch einen Fernseher auch gut möglich sein sollte. Ich weiß auch nicht, wieso das funktioniert. Naja, lasst es einfach mal so stehen. Nach dem Training wird Sushi entführt, doch Kilo hat ihn verfolgt. Die Loser Gang ist am Start, also gibt Kilo jeden von ihnen einen Kampf, den sie gewinnen können. Doch sie haben sich nicht an Kilos Abmachung gehalten und Gon ebenfalls zum Kampf gezwungen. Nach einem Tag haben Gon und Kilo dann auch das Gyo drauf. Kilo besucht auch eines Opfertrio, der sich nicht an die Abmachung gehalten hat. Sagen wir es mal so, den Typen haben wir nie wieder gesehen. Gons Kampf steht also an. Mit der Angel lässt er die Platte fliegen und bricht Gyo sein Bein, also sein Stock halt. Das war schon irgendwie grausam. Gegen Dr. X wehrt Kilo die Blitze ab wie einen Electric und fängt ihn als Finisher mit den Blitzen auf. Auch Gon kann in seinem nächsten Kampf mit der Plattentechnik des Suns aufbauen, um diese schnell aufzuholen und den Elektrospieß umzudrehen. Nun hat er auch das Okay für den Kampf gegen Hisoka. Kommen wir also zu den Nen-Fähigkeiten, die nach Charaktereigenschaft bestimmt werden. Stärkungsart, das sind die Holzköpfe, die immer drauf losstürmen. Ihre Fähigkeit ist auch demnach recht einfach, aber hauen ordentlich rein. Also im Prinzip die Protagonisten aus Battle schon. Verwandlungsart, sie können ihre Aura verändern, so wie Hisokas Bungee Gum. Materialisation, sie können ihre Aura direkt zu einer Waffe formen oder Gegenstände erschaffen. Strahlungsart ist sehr weit ausdehnbar, was die Erklärung angeht, also quasi alles andere. Manipulationstyp, sie können mit Aura Fernobjekte oder Personen kontrollieren. Und der spezifische Typ, einfach ein Cheatcode, der so ziemlich alles kann. Deswegen hat Castro auch reingeschissen. Er hat eigentlich den Materialisationstyp, aber entschied sich für die 2 anderen Typen, um seinen Double nutzen zu können. Wings-Schüler machen also das Wasserritual und finden heraus, dass Gon Stärkungsart und Kilo Verwandlungsart drauf hat. Mit ein wenig mehr Training haben Gon und Kilo dann auch die wahre Hunter-Prüfung bestanden, denn das Nennenlernen gehört nach dem Bestehen noch dazu. Am 10. Juli geht also der Kampf gegen Hisoka los. Nach einer Auftaktphase ohne Kommentar, die es in sich hatte und ich liebe solche Anime-Szenen, wo einfach nur gefightet wird, bekommt Gon richtig aufs Maul. Das heißt, Gon braucht die Plattentechnik, die dieses Mal zerbröselt. So landet er einen Schlag und gibt Hisoka damit seine Nummer wieder. Danach hat Hisoka etwas zu viel Spaß und spielt mit Gon Fußball. Mit seiner Fähigkeit zieht er Gon zu sich und gibt ihm einen ordentlichen Schlag in die Fresse. Und durch Gons immenses Potenzial, ja, sagen wir mal, freut sich Hisoka einfach nur noch. Nach einem weiteren Schlagabtausch bekommt Gon einen Stein ab und Hisoka gewinnt nach Punktesystem. Den nächsten Kampf nimmt Hisoka nur an, wenn es um Leben und Tod geht. Mit der Himmelsarena sind wir nun fertig, weswegen Gon mit Killua nach Hause zurückkehrt. Dort wird Killua klar, dass er nicht wie Gon ein Ziel hat, doch Gon überzeugt ihn weiter zusammen zu bleiben, damit Killua auf ihrer Reise sein Ziel finden kann. Und keine Sorge, das Jing-Rätsel geht weiter, er hat eine kleine Box für Gon hinterlassen. Mit Nen öffnen sie diese und bekommen eine weitere Kiste, in der ein Ring, eine Speicherkarte und ein Tonband enthalten ist. Jing hat nämlich eine Aufnahme für Gon hinterlassen und wir sehen Jin auf einem Riesenviech, was auf einem Riesenviech reitet. Mehr Badass geht nicht. Jing sagt im Grunde, Gon soll ihn weiterhunten und als er über seine Mutter reden wollte, stoppte Gon das Band. Doch dadurch löschte sich das Band von alleine. Und Ehrenmann Gon an dieser Stelle. Für ihn ist Mito die einzige Mutter, er will gar nicht wissen, wer seine echte Mutter ist. Wobei es eine Fantheorie gibt, dass Jing mit Greed Island, mit sich selbst ein Kind gemacht hat, aber das lassen wir, glaube ich, mal hier am besten ganz raus. Wir sehen dann auch mal, was bei KP so abgeht. Er sucht einen Auftragsgeber, der zu seiner Rache passt. Um dort aufgenommen zu werden, töten sie ihre Bewerber. Die eine Frau benutzt den Butler auch als Schutzschild. Die ist mir jetzt schon sympathisch. Kurapika hat anscheinend nun Ketten als Nennfähigkeit drauf und wehrt alles ab. Naja, Ketten können ja nicht so stark sein. Kurapika entlarvt dann den Angreifer und seinen Komplizen. Und oh scheiße, was ist denn das? Wie dem auch sei, die anderen demonstrieren ihre Fähigkeit. Der eine kann durch Rap-Texte angreifen. Bin der hitzigste im Business, mit meinem Pornobart kläre ich mir alle Bitches. Und ja, die andere ist keine Kämpferin, sondern nur eine Twitch-Streamerin, die mit Küssen alle Leute verführen kann. Okay Leute, beruhigt euch, ein kleiner Joke muss sein. Zurück bei Gon erfahren wir durch seine Joystation, dass das Spiel auf der Speicherkarte Greed Island heißt. Ein Spiel, was nie auf den Markt gekommen ist, für Hunter gedacht ist und 5,8 Milliarden Jenny kostet. Kilo handelt dann mit seinem Bruder für Informationen, gibt er ihnen eine Kopie der Speicherkarte. Sie verlassen dann die Insel wieder und ich möchte anmerken, dass Kilo einfach der einzige Charakter in Anime ist, der seine Kleidung auch mal wirklich regelmäßig wechselt. Und ich finde, das sollte hier mal erwähnt werden. Sie erfahren dann durch das Hunternet, dass Greed Island von jemandem mit einer Nennfähigkeit hergestellt worden ist und auch,
dass es bald eine Aktion in York New City geben wird. Deswegen wollen Gon und Killua schnell Geld verdienen. Bei Kurapika, der angenommen worden ist, sehen wir auch, wie mit den Angestellten umgegangen wird. Weil einer verkackt hat, darf er den Rest seines Lebens als Gemälde leben. Wir lernen Kurapikas Boss Neon kennen, die Horoskope schreiben kann, die immer eintreffen. Damit lernen wir die Phantombrigade kennen, die Spinne, die zusammen mit Akatsuki und den Espada das Dreieck der coolsten gegnerischen Gruppierungen bildet. Stellen wir sie also vor. Joker, typisch Badass Character, Waifu Numero Uno, Annie Leonhardt, Hauptcharaktergesicht, Wishmob, Enels verschollener Bruder, Nonos Meisterin, Thaddeus, Broly, Yami Yugi, Mike Tyson als Edo Tensei und Solo Lucifer. Ja, über den Namen macht man sich nicht lustig. Miluki konnte Greed Island nicht nachbauen und macht sie deswegen zur Auktion. Er verlässt das erste Mal das Haus, seit er 10 Jahre alt war. Um ordentlich Money zu machen, zieht Leorio mit Gon ein Andrücken-Business auf, dort treffen sie auf Shizuku, gegen die Gon gewinnen kann, aber nur weil sie ihren schwächeren Arm benutzt hat. Am Abend der Auktion erfahren wir dann auch mal, warum Melody, naja, so aussieht. Sie hört ein Musikstück von einem Dämonenkönig, ihr Freund ist dabei gestorben und sie hat nun die Fähigkeit, extrem gut zu hören, aber sieht so aus, wie sie nun mal aussieht. Und ja, als die Auktion losging, hat Franklin mal so richtig gezeigt, wie seine Gatling funktioniert. Mit dieser Fingerpistole kann auch Rob Luke nicht mithalten. Einer der Nostrade erwischt es auch, Basie wird vom Teletubby-Staubsauger heimgesucht und dieser macht die Sauerei im Anschluss komplett weg. Doch jemand kam ihm zuvor und hat bereits die Ware der Auktion weggebracht, denn die 10 Mafia-Bosse haben ihre Schattenbestien losgeschickt, so wurde die Ware schnell weggeschafft. Es kommt also zum Kampf zwischen Mafia und der Truppe, wobei eher Mafia gegen Uvogin. Aber hey, die Mafia schenkt ihm gleich zu Anfang ein Kaugummi, nett von ihnen. Deswegen drückt er den Kopf von dem einen Agenten zum Dank, nehme ich mal an. Ob Sniper oder Bazooka, Uvogin interessiert wirklich nichts davon. Dann tauchen die Schattenbestien auf, die alle hässlich sind. Aber hey, wenigstens hat einer von ihnen ein Gohan-Cosplay an, das gibt auf jeden Fall Pluspunkte auf meiner Skala. Und ja, solltet ihr euch damit auf einen krassen Kampf vorbereitet haben, weil Schattenbestien gegen die Spinne? Nee, ist nicht. Uvogin macht die komischen Digimon alle komplett alle. Und Junge, dem einen beißt er sogar die halbe Fresse weg. Kurapika nimmt Uvogin dann gefangen und uns wird mal klar, warum er auf einmal so stark geworden ist. Seine Stärke kommt durch einen Schwur, seine Kräfte nur gegen die Phantombrigade einzusetzen. Sein Einsatz ist sein eigenes Leben. Der Rest der Schattenbestien trifft auf den Rest der Brigade und was hier passiert, sollte euch wohl klar sein. Uvogin ist nun in Gefangenschaft, aber das juckt ihn nicht wirklich. Kurapika trifft sich dann im Anschluss mit Hisoka und wir erfahren, dass Hisoka nur eine Spinne ist, um gegen den Chef kämpfen zu können. Hisoka-mäßig eben. Kurapika nimmt aber noch nicht den Deal an, Informationen auszutauschen. Die Spinne holt dann in Kurapikas Abwesenheit Uvogin wieder raus. Kurapika teilt dann Neon alles mit, also die Tode der Bodyguards, aber das interessiert sie nicht wirklich. Kurapika wird dann der Chef der Bodyguards, Uvogin findet heraus, wo sie sich verstecken, denn Schalnack hat Zugang zum Hunternetz, weswegen Uvogin ihn küsst und sich dann zum Hotel aufmacht. Kurapika ahnt das und bucht um, doch er selbst bleibt im Hotelzimmer. Nebenbei geht auch der Plan von Leorio mit dem Armdrücken auf, sie werden in den Untergrund eingeladen, wo sie mitbekommen, dass auf die Spinne Jagd gemacht wird. Uvogin trifft auf Kurapika und es kommt zum Showdown, naja, nachdem Uvo mit dem Pissen fertig geworden ist. Wisst ihr, was mich immer interessiert hat? Die waren ja im Hotelzimmer und die nächste Szene war die, wo die im Gebirge waren, wo Goku und Vegeta gekämpft haben. Nein, aber mal im Ernst, haben die eine Fahrgemeinschaft gegründet und sind da zusammen hingefahren oder wie ist das Ganze abgelaufen? Weil, wenn ja, wäre das schon ziemlich strange gewesen und ich hätte diese Szene super gerne gesehen. Uvogin erinnert sich auch nicht mal an das Abschlachten des Kota-Clan. Doch Kurapikas Augen machen Uvogin wieder Lust zu töten. Uvogin trifft ihn dann, aber Kurapika scheint nicht wirklich betroffen von diesem Angriff zu sein. Doch das waren nur 20%, jetzt geht Uvogin hoch auf 50. Doch Kurapika ist immer noch schneller und haut ordentlich rein. Das macht Uvo sauer, weswegen er einen ordentlichen Schlag zurückgeht. Kurapika zeigt dann seine Ketten, mit der Uvogin gefangen hat. Kurapika hat ihn nicht mal ernst gemacht, er hat einfach nur herumexperimentiert. Seine scharlachroten Augen erlauben es ihm nämlich, den spezifischen Typ zu verwenden. Was bedeutet, dass er verdammt nochmal overpowered ist. Uvogin kann sie also nicht mehr befreien, denn Kurapikas Ketten zwingen ihn ins Zetsu. Also kann er keine Aura benutzen. Er kann sich hier nur mit seiner körperlichen Stärke befreien. Doch bei der Stärke von Kurapika ist das hier unmöglich. Also hält er in aller Ruhe seinen Arm. Trotzdem krass, dass Uvogin ohne Nen eine Nen-Faust von Kurapika tanken konnte. Kurapika schlägt ihn weiter und legt Uvo eine Kette des Urteils an. Nun muss er nach seinen Regeln spielen, sonst stirbt er. Also muss er die Fragen beantworten. Doch er sagt, dass er ihn nur töten soll und verliert damit sein Leben. Das müsste ich mal geben. Kurapika hat diesen Kampf nicht nur gewonnen, er ist sogar zum Kampf gefahren und hatte eine Schaufel schon dabei, weil er wusste, dass er seinen Gegner zu 100% beerdigen würde. Junge, solche dicken Eier musst du aber auch erstmal haben. Und damit geht der erste Teil von Hunter x Hunter Minuten zu Ende. Also Leute, das war's gewesen von Hunter x Hunter in Minuten Teil 1. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, das muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen. Also Leute, ganz wichtig, wenn ihr Hunter x Hunter aktuell verfolgen wollt, auf ProSieben Max um 18 Uhr täglich laufen die neuen Folgen auf Deutsch. Die sind schon beim Climax vom Chimera End Arc, deswegen ich kann es jedem empfehlen an dieser Stelle. Aber natürlich, wie jede Woche, schreibt mir in die Kommentare, was war euer Lieblingsmoment von der Epoche, die wir in diesem Video hier behandelt haben. Und falls es weitergehen soll mit Teil 2 Hunter x Hunter für nächste Woche, Samstag, würde ich sagen, auf das Video hier 10.000 Likes, dann kommt es sofort. Ich hoffe sehr stark auf euren Support. Das Video zu teilen wäre auch wirklich sehr Hunter-mäßig von euch. Auf Twitter, auf Instagram, unter Freunden, was auch immer, ist egal. Es würde mich auf jeden Fall sehr stark freuen, wenn wir das Video auf jeden Fall richtig gut starten lassen können. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall ein Abo auf den Kanal hier da. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.